Ah, wer kommt denn da? Hier spricht der Prepper. Hörst du mich? Ende. Wow. Das war Zombie U. Wir sind entkommen und er sucht sich einfach einen neuen. Und die Hölle geht weiter. Unglaublich. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Das hilft mir wirklich sehr. Danke für euren Support. Zombie U. Sehr komischer Titel. Eher sehr durchschnittlich, würde ich sagen. Mich hat es auch teilweise sehr angekotzt, dass man den Zombies wirklich irgendwie 4 Schläge verpassen muss, bevor die down geht. Ich meine, selbst im echten Leben vertragen wir nicht so viel, oder? Ah. Aber es war das erste Spiel, wo man richtig das Gefühl hatte, in Bedrängnis zu sein von den Zombies. Wenn man jetzt an Left 4 Dead oder die anderen Titel denkt, dann mäht man die einfach nur nieder. Hier muss man sich schon ein bisschen auf Gegenwehr einstellen. Die Idee war cool. Ausführung auch, aber eher durchschnittlicher Titel. Ich finde es sehr schade, dass die Idee verworfen haben mit diesen Killer-Freaks from Outer Space. Ich fand das sehr cool. Das sollte ja eigentlich Zombie U werden, in Anführungsstrichen. Sehr wirre Story. Durchschnittliches Gameplay. Idee war nett, aber die Ausführung war nicht so toll. Ich bin immer noch teilweise sehr hin und her gerissen. Ich werde auf jeden Fall eine Review dazu machen und vielleicht ein bisschen genauer dazu sprechen und dann eine Bewertung abgeben. Das war der zweite Titel, den ich auf meinem Channel jetzt durchgespielt habe für die Wii U. Wenn man schon was Nintendo noch so auf Lager hat. 2013 wird sicher riesig. Ach, wunderschön. Na, Zombie U war okay. Wie gesagt, die Ausführung war nicht so super. Ja, sehr durchschnittlich. Aber es war der erste Survival-Horror-Titel, den ich in Jahren wieder mal gespielt habe. Wirklich sehr interessant. Kann man die Credits auch skippen? Jo. Gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich denke, wir werden einfach ins Menü geschmissen. Na? Jeden Moment. Ladezeiten sind furchtbar in dem Spiel. Yep. Erreiche den Tower of London. Wir sind noch gar nicht fertig, oder was? Komm schon, schnell! Wir müssen raus aus London! Ich habe einem Überlebenden versprochen, zurückzukommen. Keine Ahnung, ob du das bist, aber du bist auf der Frequenz. Also lauf zum Tower! Wir warten, solange wir können. Los, lauf! Okay. Okay, wo geht's hier raus?
Oh, 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 oh. Bleib überall hängen. Komm schon, mach schnell. Wir sind auf dem Weg. Ja, das ist gut zu wissen. Okay, nochmal kurz nass werden. Ich hoffe, die können uns helfen. Ja, ich höre schon den Helikopter. Fuck, scheiß Zombie, du. Komm schon. Nicht mehr weit. Wir sehen sie. Laufen sie. Sonja ist auf dem Dach. Die Leuchte. Laufen sie und drehen sie sich nicht um. Bin schon da, bin schon da. Geh weg von mir. Komm schon. Fuck, wo muss ich jetzt hin? Da hinten. Oh mein Gott. Oh, da zieht er mich wieder hoch. Wo ist der andere jetzt? Weg mit dir. Fuck, da unten sind noch zwei. Egal, ich hab Pistole. Shit. Okay, einfach weiter, einfach weiter. Da sind die Leuchten. Wo müssen wir hin? Ihr helft mir hoch oder so. Da kommen noch mehr. Oh mein Gott. Okay, hier durch. Wo jetzt, wo jetzt, wo jetzt? Hier durch. Bloody Tower. Okay, ich habe ein Problem. Ganz nach oben. So wie das letzte Mal. Gucken, ob wir es schaffen werden. Oder ob wir verrecken werden. Hey, ich wusste, dass du lebst. Keine Zeit. Wie geht's hier hoch? Ich glaube hier nicht, ist Dachboden oder so ein Scheiß. Ah, oh, was ist das denn für ein Mist? Moment, Moment. Hier ist richtig. Lasst mich alle in Ruhe. Fuck, was mache ich denn jetzt? Oh mein Gott! Wo muss ich denn bleiben? Ich habe so keine Chance gegen die alle. Ja, ich bin tot. Oh, ich lebe noch. Komm schon. Wie komme ich hier weg? Ich kann nicht gegen die ganzen Zombies kämpfen. Das ist doch echt unmöglich. Da bin ich zum Schluss doch noch verreckt. Ich hätte gegen die ganzen Zombies kämpfen müssen. Unmöglich. Trauriges Ende von Zombie U. Hab's schlussendlich doch nie geschafft. Fuck! Aber der Helikopter stand da, ich konnte mich nicht festhalten. Ah. Hab sogar hochgeguckt, ob da irgendein Knopf ist oder so. Nix. Tja, dann werden wir einfach ins Menü zurückgeworfen und wir haben schlussendlich doch versagt. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, das ist wirklich sehr. Danke für euren Support und wir sehen uns auf jeden Fall zu mehr Gameplay. Devil May Cry 4 startet als nächstes und danach Devil May Cry, der neueste Teil der Reboot der Serie. Und davor noch Anarchy Reigns. Viel Spaß damit und 2013 wird sicher super genial. Viel Spaß noch auf meinem Kanal, wir sehen uns, macht's gut, bye.